Ja, moin Leute, heute geht es um das allseits bekannte Problem der BMW E46er-Reihe. Und zwar kennt das bestimmt jeder Zweite, dass die Lüftung macht, was sie will oder gar nicht mehr reagiert. Das kann sogar so weit gehen, dass nachts die Lüftung die Batterie komplett leer saugt, weil sie einfach, obwohl die Zündung aus ist, auf einmal angeht und bläst. So, um das Ganze zu beseitigen, das Problem, geht es natürlich hier heute um den Eagle, auch Gebläse-Endstufe genannt. Ja, die muss ausgetauscht werden, dann ist das Problem beseitigt. Und wie wir das machen, das sehen wir in diesem Video. So, das Erste, was ihr machen müsst, ist natürlich ganz klar, Zündung aus und als nächster Schritt Batterie abklemmen. So, das Ganze geht hier mit einer 10er Nuss. Einfach den Minuspol lösen, abmachen, zur Seite legen. Jetzt am besten noch mal 10 Minuten, Viertelstunde warten. Und dann geht's los. So, jetzt geht das los. Was ihr als allererstes machen müsst, wir machen hier erstmal das Handschuhfach auf. Und dann sehen wir einmal hier, einmal da, da, hier und hier unten, da hinten drin. Außerdem haben wir hier unten auch noch eine Kreuzschlitzschraube. Auf der anderen Seite genauso. Und da ist sie, da wo das Loch ist. Da genau in der Mitte. Die müssen raus. Und wenn ihr das raus habt, dann könnt ihr das ganze Ding einfach rausziehen. Nächster Schritt. So, das nächste, was ihr machen müsst, ihr müsst diesen Luftkanal, der ist auch ziemlich locker, den müsst ihr rausnehmen. Da ist oben allerdings Richtung Radio eine Nase dran, sondern nicht eine Nase, sondern eine Nut. Und die müsst ihr lösen. Am besten da mit einem Schraubenzieher beigehen. Ansonsten kann er schnell kaputt gehen. Dazu muss jetzt erstmal, wenn ihr wollt, dass nichts kaputt geht, das Radio raus. Nächster Schritt: Interieurleisten, rechte Seite, Beifahrer und überm Radio rausnehmen. Dazu habe ich mir jetzt den dünnsten Schlitzschraubendreher genommen, den wir hier haben, und habe den vorne mit Kreppband umwickelt. Da echt Carbonleiste und die will man ungern zerstören. So, wir hebeln hier jetzt an der Seite runter, ganz vorsichtig unter und ziehen das einfach nach vorne. So. Und jetzt gehen wir hier unten nochmal vorsichtig runter und hebeln die leicht an. Und das natürlich auch nochmal in der Mitte. Und dann kommen diese Leisten im Regelfall schon direkt raus, genau. Denn wir haben hier einmal ein, also wir haben hier insgesamt 4 Halterungen, aber bei mir sind nicht mehr alle drin. Deswegen ging das jetzt so easy raus. Könnte sein, dass es bei euch ein bisschen schwerer geht. So, jetzt die Leiste noch überm Radio. Die hat hier, die ist mit der Leiste von der rechten Seite mit befestigt, mit dem Nupsi. Und hat ansonsten nur links am Lenkrad noch eine, so ein Nupsi drin, womit die fest sind. Also die einfach nur locker hebeln. Vielleicht hier noch einmal mit dem Schraubenzieher untergehen. Ja, vorsichtig, um da ein bisschen nachzuhelfen. So, diese ist jetzt lose und können wir auch einfach entnehmen. Und wie ihr seht, hat diese nur ein Nupsi und hier keinen. So, nächster Schritt, wir nehmen das Radio raus. Ich habe jetzt kein Radio ab Werk mehr drin, sondern nachträglich eins von Xtrons. Ist aber trotzdem dasselbe. Es könnte sein, dass aber hier oben noch diese Schrauben, die durch diese Lüftung gehen, bei euch auch noch drin sind. Die müssen natürlich raus. Und die schrauben wir jetzt einfach mal raus hier. Die Lüftungseinheit, die kriegen wir ganz einfach raus. Im Regelfall kriegt man die aber nicht raus, ohne Nupsis abzubrechen. Das ist bei jedem so. Bei mir sind die natürlich schon abgebrochen, weil ich das ein paar Mal raus hatte. Aber ansonsten zieht ihr es einfach nach oben. Ihr zieht es nach oben und dann zu euch hin. So, Gebläse ist nun frei, wie ich eben sagte. Zu euch ranziehen und ein Stück nach oben. Einfach umdrehen und dann passenden Punkt finden, bis es irgendwann hält. So, Radio raus. Wir haben hier noch 2 Schrauben, Kreuzschlitz ebenfalls. Die müssen jetzt noch raus. Die halten auch das Radio fest drin. Die sind bei mir auch einen Ticken fester reingedreht. So, das gleiche noch auf der Seite. So, die auch. Und jetzt können wir das Radio einfach vorsichtig ein Stück hoch und dann zu uns ranziehen. Und dann kommt uns das auch schon entgegen. So. Und das lege ich jetzt in meinem Falle einfach über den Schaltknüppel. Die Kabellage, die können wir erstmal getrost eigentlich ignorieren. Wenn ihr nicht gerade ein nachgerüstetes habt, dann sollte euch das nicht interessieren, dann habt ihr nicht so viel Wirrwarr. Das ist nur wegen dem anderen Radio. Hier hinten können wir das sehen. Ich wackel jetzt einmal dran, damit ihr mal sehen könnt, was hier Sache ist. Und zwar das Teil hier hinten, was sich bewegt, was ich am Anfang sagte, diese eine Nut, diese
wo die Nase drin hängt. Das müssen wir einfach nur rüberhebeln. Und ja, das ist tatsächlich alles, weswegen wir das Radio rausnehmen müssen. So. Und dann springt da ganz entspannt das Teil ab und wir können das nach unten entnehmen. Wenn ihr da ein bisschen rumjackelt und immer mehr hin und her bewegt und oben vorsichtig seid, dass ihr nichts abbrecht, dann kommt das Teil hier irgendwann raus. So. Genau. So, weiter geht's. Nächster Part. Jetzt hier unten wieder angekommen, sind wir hier bei dem Stellmotor, wie ich eben sagte. Da müssen wir hier hinten diesen kleinen Metallhebel, habe ich jetzt schon rausgehebelt, einfach hochhebeln, aber vorsichtig, weil das der Stellmotor ist und den wollen wir ganz sicherlich nicht beschädigen. Und den hebeln wir, wie gesagt, einfach gerade nach oben. Und dann ist das andere viel einfacher, wenn wir die Schrauben dann lösen, was wir übrigens jetzt tun. Und zwar diese Schraube hier, diese hier hinten, ja, die da hinten, die ich jetzt zeige, und einmal hier unten. Hier unten ist da auch eine. Und die lösen wir auch. So, da die Kamera der Akku aufgegeben hat, machen wir jetzt mit der Handykamera weiter. Des Weiteren ist hierfür sehr wichtig, dass wir das erst lösen, wenn wirklich die Batterie abgeklemmt ist und die Zündung aus ist, logischerweise. Denn wenn wir hier jetzt Strom drin haben und dann nochmal die Zündung starten würden, dann würde sich dieser verstellen und dann müsst ihr tatsächlich zu BMW wieder hin, um den neu kalibrieren zu lassen. Und das wäre natürlich nicht so schön. So, ich habe diese beiden Torx-Schrauben unten und oben jetzt gelöst. Die sind draußen. Jetzt können wir das einfach nach hinten ziehen. Ihr habt das sicherlich hier wahrscheinlich noch eingehakt. Einfach nach hinten vorsichtig rausziehen. Ist wie eine Schiene. So. Und dann können wir das hier schon entnehmen. Um uns das jetzt noch ein bisschen einfacher zu machen mit dem Platz, können wir den hier hinten noch ausstöpseln. Das ist einfach rausziehen. Und dann geht er schon ab. So, nächster Schritt. Wir haben das ja eben abgemacht. Ist jetzt hier, können wir den großen Stecker sehen, die Steckverbindung. Die können wir einfach rausziehen. Oben und unten drücken, die klemmen und dann einfach rausziehen. Bisschen hebeln und dann kommt er raus. So, das können wir zur Seite machen. Und jetzt sehen wir da nochmal die Torx-Schrauben rechts und oben. Die müssen auch noch raus. So, jetzt machen wir uns mal dieses Kabel hier zur Seite, damit wir besser sehen können. Ich bin jetzt zwar hier auf dem Kopf, aber das ist egal. Wir drücken jetzt hier diesen Clip stark nach hinten und wackeln gleichzeitig an dem Igel. Nach hinten rausziehen ebenfalls. Dann kommt dieser heraus und können den entnehmen. Das Ganze geht hier allerdings nicht mit einer Hand. Das mache ich jetzt off-cam. So, ich habe das jetzt rausgemacht. Und jetzt ist der hier lose. Den können wir jetzt hier einfach rausziehen. So, ein bisschen wackeln. Und dann kommt er hier auch raus, wie wir unschwer erkennen können. So. Zack, da ist er draußen. Ja, ich habe tatsächlich noch den ersten drin. So, der ist alt, der kommt in die Tonne und der neue kommt da rein. Den drücken wir einfach rein. So, andersrum. Übrigens können wir das auch dazu nutzen, um direkt den Schacht sauber zu machen und zu desinfizieren. Mache ich jetzt nicht. Mir geht es jetzt nur um den Igel. Den drücken wir einfach so rein. So, und machen das alles jetzt in umgekehrter Reihenfolge und bauen das wieder zurück. Ja, und das war es auch erstmal bezüglich des Tauschens. So, das alles jetzt die Schritte, die wir vorwärts gemacht haben zum Ausbauen. Jetzt einfach wieder rückwärts, ebenfalls zum Einbauen. Und dann haben wir das geschafft. So, ist jetzt wieder umgebaut, alles zusammen. Und wir testen mal. Gehen jetzt mal alles durch hier. Wird immer mehr. Funktioniert prima. So soll das sein. So, das war es auch von meiner Seite und an dieser Stelle nochmal ein sehr liebes Dankeschön an meine Freunde für die Mithilfe an diesem Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch weitergeholfen und euch gefallen.
wie gesagt, alles das, was wir vorwärts gemacht haben, um es auszubauen, jetzt einfach in rückwirkender Folge rückwärts anwenden, den Rest alles wieder zu verbauen. Und dann seid ihr fertig. Und dann soll das Ganze auch wieder funktionieren. Bei Fragen schreibt sie einfach in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Bin auf jeden Fall da, um zu antworten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.